Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte heute in diesem kurzen Video über das Blitting im Pygame sprechen. Im Deutschen würde ich es umschreiben mit Stempeln. Beim Blitting geht es darum zu stempeln. Ich lege zwei Bilder übereinander und definiere einen Ausschnitt vom oberen Bild und das wird durch das Blitting-Verfahren durchgestempelt auf das Bild darunter. Ein Beispiel dafür ist, ich habe hier ein Tileset, also ein Bild mit ganz vielen Tiles. Daraus nehme ich mir einen Baum hier oben links, der hellgrüne Baum. Der wird geblittet, also gestempelt, auf das Pygame-Fenster. Und den Code, um das zu erreichen, den werden wir jetzt gemeinsam zusammenstellen. So, als erstes importieren wir uns die Pygame-Library. Als zweites erfüllen wir das Main-Paradigma. Das heißt, wenn das Skript direkt ausgeführt wird, soll eine Main-Function ausgeführt werden, um den Global Namespace nicht voll zu müllen. So, um mit Pygame zu arbeiten, müssen wir als nächstes Pygame initialisieren. Als zweites wollen wir, dass Pygame uns ein Fenster gibt. Dieses Fenster hat eine besondere Eigenschaft. Also einerseits Pygame arrangiert uns ein Fenster, andererseits gibt Pygame uns ein Surface-Objekt, das jetzt hier Screen heißt. Und das ist ein besonderes Surface-Objekt, weil Inhalte dieses Surface-Objekt werden direkt ins Fenster gemalt. Jedoch müssen wir Pygame vorher auch sagen, wie groß soll das Fenster werden. Also definieren wir die Breite und die Höhe des Fensters hier jetzt mit 800 mal 400 Pixeln. Das Ganze garnieren wir mit einer While-Schleife. Wir sagen jetzt, das Fenster soll so lange offen gehalten werden, so lange wie true. Das heißt, bis ein Quit-Event-Typ auftaucht, dann wird Pygame geschlossen, dann wird Break While auf True gesetzt und Break While führt dazu, dass die While-Schleife verlassen wird. So, dieser Code gibt uns schon mal ein schwarzes Fenster. Das Quit-Event ist, wenn ich hier auf das X drücke. Jetzt fürs Blitting. Oder vielleicht auch noch als kleines Preliminary so. Als erstes sagen wir mal, das Fenster soll rot gefärbt werden. Alle Änderungen an der Screen Surface müssen, nachdem alle Änderungen pro Frame fertig sind, über dieses Flip-Command, alternativ geht auch Update, auf das Fenster angewendet werden, sonst sieht man nichts. Wenn ich das hier auskommentiere, bleibt unser Pygame-Fenster schwarz. Wenn ich es einkommentiere, dann wird jetzt die Änderung, nämlich dass der Hintergrund rot eingefärbt wird, auch angewandt. So, hier zwischen kann jetzt also alles reinprogrammiert werden, was pro Frame passieren soll. Um ein bisschen Kontrolle über die Frames per Second zu bekommen, holen wir uns von Pygame ein Clock-Objekt, dann können wir nach jedem Flip sagen, aktualisiere nicht schneller als 60 Mal pro Sekunde. So, damit ist der absolute Grundrahmen für Pygame gesetzt und wir können jetzt dahin gehen und uns ein Bild reinladen. Pygame Image Load. Damit lade ich dieses Bild in den Arbeitsspeicher und mit dem Convert Alpha. Es ist immer notwendig, hier Punkt Convert oder Punkt Convert Alpha zu schreiben, weil es in meinem Bild Transparenzen, also Alpha-Informationen gibt, benutze ich Convert Alpha. So, dieses Image ist jetzt auch ein Surface-Objekt. Das heißt zum Beispiel, wir können jetzt das Image direkt auf den Screen durchblitten, auch schon mal um zu gucken, ob das Loading geklappt hat. Dazu sagen wir Screen.blit, also wir wollen etwas in den Screen reinstempeln und was? Natürlich das Image. Und jetzt müssen wir auch noch sagen, wo soll das Image im Verhältnis zum Screen hin verschoben werden? Und wir sagen erstmal 0,0, können Blitting 3 ausführen. Zack. Da ist jetzt das Tileset im Pygame-Window. Hier könnte ich jetzt auch sagen 100, 100 zu 0. Dann wird das um 100 Pixel nach rechts rüber eingeschoben.
hier könnte ich auch sagen 50, ja, also das definiert, wohin die obere linke Ecke von Image im Verhältnis zur oberen linken Ecke von Screen verschoben werden soll. Wir sagen also 100 rüber nach rechts und 50 von oben runter. Und da sehen wir, jetzt sind wir 100 Pixel rüber gewandert und 50 Pixel runter gewandert. Aber wie dem auch sei, das Image direkt reinzublitten war ja eigentlich nicht unser Interesse, sondern wir wollten ja aus dem Image hier oben einen Baum haben. Da wir jetzt das Image schon reingeladen haben, gucken wir uns als erstes mal an, wie groß ist das Image. Und dann sehen wir hier, aha, 128 zu 3984. Des Weiteren können wir hier oben abzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tiles. Also das Bild ist in 8 Spalten unterteilt. Außerdem sind die Tiles quadratisch. Das heißt, wir können uns den Spaß machen und sagen, können uns ausgeben lassen, wie viele Pixel pro Spalte. Halt A durch 8, das ist Unsinn. Wie viele Pixel pro Spalte das Tileset hat und stellt sich heraus, ich habe einen Fehler gemacht, A durch 8, 16. Immer 16 Pixel gehören zu einem Teil. Das heißt, wir können uns also auch mal ausgeben lassen, wie viele Zeilen hat unser Tileset. Und siehe da, 249. Das kann hinkommen. Das ist nämlich auch eine relativ lange Bilddatei. Aber jetzt, da wir wissen, dass das Bild eigentlich in 16 zu 249 Tiles a 16 Pixel unterteilt ist, können wir jetzt in dem Bild besser navigieren. So, wir wollen den Baum rausziehen, den Baum hier oben links. Dazu definieren wir uns erstmal eine Surface, die groß genug ist. Wie gesagt, eine Teil ist 16 Pixel hoch und breit. Das heißt, ein Doppelteil, der Baum besteht ja aus 4 Teils, dementsprechend ist 32 mal 32 Pixel. Und diese Pixel sollen in der Lage sein, Alpha-Informationen auszudrücken, also Transparenzen. Transparenzen in Pygame kann man auf drei verschiedene Arten und Weisen haben oder ausdrücken. Da gibt es die sogenannte Color Key-Variante, dass ich einen bestimmten Farbton definiere und sage, dieser Farbton steht für transparent. Zweite Variante ist die Surface Alpha, also ich kann einen Alpha-Wert fürs gesamte Bild definieren, kann man sagen, das gesamte Bild ist transparent oder voll sichtbar oder unsichtbar. Und das hier ist der dritte Modus, wo ich sage, ein Per-Pixel-Alpha, also jeder Pixel bestimmt für sich allein, wie transparent er ist. So, wir definieren also eine Surface, die Per-Pixel-Alpha mit dem Flag SRC-Alpha, die also einem Per-Pixel-Alpha-Modus folgt und sagen, da wollen wir unser Baum reinblitten, das heißt, und das führt uns jetzt zu unserem ersten Blit. Wir sagen, wir blitten in den Tree vom Image. So, das Image setzen wir an oben links. Und jetzt definieren wir aber noch einen Ausschnitt innerhalb des Images. Wir wollen ja nicht das ganze Image durchblitten, wir wollen ja nur einen Teil, nämlich den Baum. So, wo fängt der Baum an? Der Baum fängt ganz links an, aber ein Teil von oben versetzt. Das heißt also von links 0, von oben 16. Also von links 0, von oben 16. Und dann ist der Baum 32 hoch, also 32. Und er ist 32 breit, also von 0 bis 32. Und er ist 32 hoch, also 16 plus 32.
was zusammen 48 macht. So, das heißt, jetzt ist in underscore tree steckt jetzt die Information vom Baum. Und diesen Tree können wir direkt in den Screen blitten. Können wir also sagen, blit mal den Tree. Wegen meiner auch 100, 100. So, führen wir aus. Und da ist der Baum. Ein bisschen klein, machen wir vielleicht doch ein Stückchen größer. Dafür gibt es zum Beispiel diesen Befehl hier. Pygame transform scale, wir sagen underscore tree, wird skaliert, so dass er viermal so hoch und viermal so breit und viermal so hoch ist. Hier kommt am Ende auch wieder eine Surface raus. Das gleiche war hier oben auch schon der Fall. So. Und dann blitten wir nicht underscore tree, sondern die skalierte Variante. Und zack, da ist der große Baum. Das ist alles, was ich euch zeigen wollte. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Schreibt mir gerne Kommentare und ihr könnt ja auch ein Kanal-Abo in Erwägung ziehen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.